ihr hier? Ich muss doch nur was holen. Die Elektronikwerkstatt ist oben. Wieder nicht aufgepasst auf dem Kanal Corvus Laborat, ne? Ja, hier seid ihr richtig. Ihr müsst nur ab und an mal meine Kanalinfos schauen. Dann wisst ihr, was hier passiert. Ich hatte in den Kanalinfos auch gesagt, dass ich das mit dem Superstar-Mikrofon lasse und das wieder zusammenbaue. Ich habe mich jetzt doch entschieden, mir ein aus dem Zubehör passendes Maßmikrofon zu holen. Aus dem einfachen Grund, dann brauche ich diese Tasten da oben nicht umbauen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand gewesen. Weil da hinten drin noch eine Schaltung drin ist. Also, das Mikrofon, das Zubehörmikrofon aus dem Hause, steht nichts drauf, passt aber. Werde ich entsprechend meinen Wünschen umbauen. Das ist wichtig. Ohne Energie läuft der beste Motor nicht. So. Das ist meine Versuchsschaltung. Die werde ich jetzt mal noch nicht zerstören, sonst muss ich gleich wieder suchen. Ich habe das Mikrofon. Ich habe die Elektretkapsel, die ich gedenke einzubauen. Und dann habe ich hier eine Steckerbuchse. Die Steckerbuchse dient dazu, später diesen Stecker aufzunehmen. Ich habe mir über das Mikrofon sehr viele Gedanken gemacht, wie ich mir das kreiere. Ich habe sogar überlegt, ob ich da einen Fußschalter einbaue, damit mir das Drücken der PTT erspart bleibt. Aber das brauche ich nicht. Ich erzähle euch nachher, warum ja. So. Jetzt gehe ich mal wieder runter in die Werkstatt und hole die Hilti, weil ich muss das hier aufschrauben. Wenn ich dann dieses Mikrofon öffne, eröffnet sich uns dieses Bild. Damit hier nichts wegkommt, schön brav in der Kiste ablegen. Dann muss ich die Platine lösen. Die hat hier nur eine einzige Schraube. Und da müsst ihr dann nachher drauf aufpassen. Die hat hier eine Führung, so wie so ein Hohlstift. Und ganz wichtig ist dieser winzig kleine Pin. Und da muss das nachher wieder genau drauf. Aber das machen wir erstmal raus. Das nächste, was mir jetzt entgegenkommt, das ist die PTT-Taste. Das sage ich doch. Und das brauchen wir vorerst auch nicht. Nur, dass wir hier Platz bekommen auf dem Arbeitsplatz. So. Was ich nicht mehr brauche und was ich auch komplett nicht mehr brauche und nicht benötige und nicht haben möchte, das ist diese Sprechkapsel. Die werde ich jetzt erstmal auslöten. Wobei sich das Ausschalten gerade erledigt hat. Weil im Gegensatz zu dem Originalmikrofon ist das hier komplett vergossen. Das heißt, ich werde die Kabel einfach mal da so ziemlich knapp abschneiden. Die Farben,
Die Farben lasse ich dran, dann weiß ich nachher, was Plus und Minus ist, wenn ich diese Kapsel nochmal verwende. Dann packe ich mir die gut weg. Werde sie nachher auch beschriften, dass ich in 30 Jahren noch weiß, was da drin ist. So, jetzt machen wir da weiter. Und werden da ein wenig abisolieren. Bei manchen von den Elektretkapseln steht drauf, was Plus und Minus ist. Bei dieser hier nicht. Ich habe mal gemessen, also da, wo die einzelnen kleinen Verbindungen zur Außenhülle angebracht sind, vermute ich mal, dass das das Minus ist. Und das Minus werde ich mit diesem blauen Kabel verbinden. Also einige Sachen musste ich mir ja neu kaufen, Leute. Die hatte ich wirklich nicht mehr in meinen Vorräten. Den Schrumpfschlauch deshalb, weil das Kabel nachher nicht mehr da läuft, wo es schon mal gelaufen hat. Und es liegt nachher unter der Platine. Und damit ich da unten nicht an die Kontakte drankomme, mach mal einen Schrumpfschlauch drüber. So, weiter geht's. Das hängt schon mal am Stück. Ich würde das ja wundern, wenn bei der Firma irgendwann mal irgendwas so funktioniert, wie es soll. Ich habe dann seinerzeit mal den Trick mit der Wäscheklammer entwickelt, um elektronische Bauteile mehr zu schonen wie mit dieser scharfkantigen Klammer. Also die Idee ist schon viele Jahre alt und hat sich bewährt. So, damit ich den Schlauch nicht vergesse, machen wir den direkt auf den roten drauf. Weil ich kenne mich, wenn ich einmal in Euphorie gerate, dann passieren immer so komische Sachen. So, wie gesagt, das erstmal beiseite. Um dann beim Erstellen dieser Zeichnung für euch festzustellen, ich habe wieder was vergessen. Und zwar muss ich dieses blaue Kabel da noch anlöten. So, das haben wir jetzt auch mal erledigt. Machen wir es direkt fest. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir das neu kaufen. So. Also dieses Kabel habe ich jetzt hier angelötet. Und an das Kabel kommt auch so ein Ausgang. Und das Kabel, das lege ich hier rüber. Hier an dieser Stelle kommt dieses Kästchen hin. Und das ist eine 3,5 mm Klinkenbuchse mit Umschalter. Das heißt, wenn ich da was reinstecke, wird ein anderer Weg blockiert.
und der Weg, den ich dann haben will, der wird geschaltet. Ich zeige euch das gerade mal aus meiner Perspektive. Also ihr seht, die diversen Umschaltmöglichkeiten da innen drin. Und das werden wir jetzt mal schön brav verbinden. Jetzt habe ich mal ein bisschen gefummelt, um euch das zu zeigen. Damit meine dicken Wurstfinger nicht im Weg sind. So. Also wenn ich mit der Klinke komme, betätige ich hier innen drin, dort und dort die beiden Kontakte, die dann entweder öffnen oder schließen. Und auf der Rückseite ist schon mal ganz einfach, das hier vorne ist mein blaues Kabel. Ich habe jetzt mal an diese beiden Klemmen angeschlossen, also das ist unser Minus, sprich die blaue Leitung. Und hier ist jetzt, wenn ich diesen Stecker hineinführe, diese Verbindung unterbrochen. Und wenn ich einen Stecker herausziehe, dann ist diese Leitung durchgängig. Die Schaltbox, die hat 5 Pole. Einer liegt hier vorne. Das ist der, der auf diesen Kontakt greift, also auf den großen allerersten vom Stecker aus gesehen. Das ist und bleibt mein Minuspol. Den muss ich nachher mit dem verbinden. Dann hat dieser Schalter auf der Seite 2 Kontakte und auf der Seite 2 Kontakte. Ich will jetzt das Ding umdrehen. Dann weiß ich, dass der Strom, der über diesen Stecker hereinkommt, also über diese Lötstelle, automatisch auf den ersten Pol vorne übertragen wird. Also was da reinkommt, geht in meinen Stecker. Unterbrechen tut er dann an dieser Stelle diesen Kontakt. Also der wird unterbrochen, wenn der Stecker gesteckt ist. Das müsst ihr euch auf der anderen Seite vorstellen, ja. Also ohne ist dieser Pol verbunden. Das heißt, der muss bei nicht gestecktem Stecker, ja, ich hätte ihn jetzt da einmalen müssen, ja, dahin gehen. Und der hier geht dahin. Das heißt, der Strom fließt bei nicht gestecktem Stecker da rein und kommt da oben wieder raus. Fließt dann zu meiner Elektretkapsel. Um meine Theorie zu untermauern, nicht, dass irgendwas schief geht, weil, wie gesagt, ich habe immer nur einen Versuch.
der hat Kontakt zu dem, solange der Stecker nicht gesteckt ist. Der ist jetzt wieder wo? Da. Wups. Gesteckt. Ohne Leiter. Also nehmen wir wieder raus. Und bums, ist die Verbindung wieder da. Und so löten wir das Ganze mal zusammen. Die anderen beiden Pole brauche ich nicht, weil die sind zuständig für hier diesen mittleren Kontakt. Und aufgrund meines Versuchsaufbaus brauche ich den nicht. Der Schrumpfschlauch ist drüber, also von daher. Guck mal, das Ding da festmachen. Also, wir brauchen zwei Kontakte, also brauchen wir auch zwei Drähte. Den einen habe ich mir schon mal wieder vorbereitet. Und der andere ist schon dran. Den hier befestige ich jetzt an der Elektretkapsel. Das ist immer lustig. Ich muss jetzt mit links löten, damit ihr was seht. Zupf. So, noch einmal. Nur der Kontrolle wegen. Der Strom, der kommt. Das wäre das rote Kabel, was von der Platine kommt. Also das hier geht auf diesen Pol. Kommt da wieder raus und ich habe Durchgang. Wenn ich den Stecker stecke, dann nicht mehr. Also muss dieses Kabel da drauf. Und das rote Kabel, was von der Platine kommt, darauf. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie lustig das ist, mit links zu löten. So, dann machen wir die mal fest, die Jungs. Bevor da wieder irgendwas verrutscht. Um das jetzt alles mal zu testen, was ich hier getan habe. Ich habe das Original-Mic wieder angeschlossen. Und mir die im Gerät angeschlossene Funktionskontrolle, sprich eine Mithörkontrolle, eingeschaltet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also das Original-Mic, also das hier, das funktioniert. Und dann schließen wir diese Geschichte hier mal an. Das hier. Das ist meine PTT-Taste
Und das war dieses eingebaute, also von mir jetzt angeschlossene Elektretmikrofon. Dann schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Man hört ja schon mal gewisse Unterschiede, nicht wahr? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann wollte ich ja dieses Headset anschließen. Das setze ich mir jetzt mal auf die Birne und stecke diesen Stecker ein. Also jener kommt da rein. So zum Beispiel, nicht wahr? So. Und jetzt hoffen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Funktioniert. Jetzt muss ich das nur noch sinnvoll in diese Kapsel kriegen. Ich habe jetzt mal mein Standmic angeschlossen. Also das ist wesentlich empfindlicher wie mein komischer Ohrbügel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mal schauen, was wir mit der Erkenntnis machen. Ich habe mal den Windschutz abgemacht und festgestellt, das ist, glaube ich, falsch rum gewesen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ist schon wesentlich lauter wie eben, nicht wahr? Also ich denke mal, so rum ist das irgendwie besser. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Schau mal. Ich habe immer gedacht, da ich jetzt diese Mikrofonkapsel ja nicht wieder einbaue, habe ich hier ausreichend Platz. Wenn ich da diesen Schalter da so einbaue, irgendwie so, ja, ihr seht das jetzt gerade nicht, weil von oben, ja, also ungefähr so. Dazu schraube ich das ganze Gehäuse mal zusammen, also habe ich da eine Bohrung. Auf der Seite die PTT-Taste, da kann ich die PTT-Taste drücken, kein Problem. Und hier unten diesen Ausgang, also wenn das Kabel steckt, brauche ich das Ding noch nicht. ist eine andere Geschichte, die kommt noch, ja. Ich erzähl's euch, ja, keine Sorge. Also, PTT-Taste kann ich betätigen. Hier habe ich den Anschluss, kann mein Mikrofon da einstecken. Nur wie gesagt, da muss jetzt erstmal irgendwie ein Loch rein. Wo wart ihr denn? Ich war da im Keller und keiner da. Also da ist ein Loch entstanden. Und jetzt kommt der Moment, wo das Kistchen ins Spiel kommt, was ich mir eingangs geholt habe. Die beiden Ohrringe da drum, nicht sehr nur, damit das da nicht klappert. Und dann werden wir jetzt ganz versuchen, da ordentlich hineinzubekommen. Und siehe da,
Es wackelt nichts mehr, es klappert nichts mehr. Das drückt man gut an. Und dann sollte da auch nichts mehr schief gehen. Kommt die Platine an Ort und Stelle. Dazu muss man vorher die PTT aufsetzen, nicht nachher. Und die möchte bitte auch da bleiben, wo sie ist. Alle Kabel aus dem Weg räumen. Die wollen wir ja nicht zerquetschen, nicht wahr? Und jetzt schnell das Schräubchen hinein. Juhu. So, was ich euch eingangs gesagt habe, der kleine Pin passt, das Ding passt. Die PTT ist leichtgängig. Wenn er es falsch macht, dann hakt ihn nämlich wie blöde. Dann kommt unser Schalter da rein. Dann setzen wir mal den Deckel drauf. Proforma. Das sieht aus wie passt alles. Dann das rote Kabel ist ein bisschen auf Zug. Da müssen wir was drehen. Und dann drehen wir die Maschine andersrum und dann passt das. So passt es besser, ja. Hoffentlich ist da unten jetzt nichts abgegangen, aber das werden wir nachher feststellen. Wenn er so nicht will, dann machen wir das anders. Ne? Dann machen wir das zuerst da drauf. Und setzen dann den Deckel ein. Dann kann man noch festzerren, ja. Da wollte ich euch doch gerade mitteilen, dass es wunderschön ist, wenn man alles wieder zusammengebaut hat und man keine Reste hat. Wenn man allerdings keine Ordnung hat, so wie ich manchmal, dann bleiben einem gewisse Arbeitsschritte nicht erspart. Wie zum Beispiel diese ganze Sache wieder rückgängig zu machen. Ja.
Wisst ihr, was fehlt? Nicht? Gut. Man hätte diese Tasten auch einbringen können. Und zwar bevor man das zusammenschraubt. Ach ja. Ihr habt schon ein Leid mit mir, mit dem Corvus Labora, nicht wahr? So, da klemmt nichts. Das klickt, wenn man schaltet. Jetzt müssen wir das doch festziehen. So, ihr Lieben, dann machen wir mal den Funktionstest. Test, Test, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Was ist jetzt anders wie eben? Test, Test, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das klingt schon mal besser, ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Da fehlt ein Windschutz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da bin ich schon mal begeistert. Ja, und damit mir das erspart bleibt, hat dieses Gerät eine Vox-Funktion. Und die probieren wir jetzt mal aus. Um euch das jetzt zu zeigen, muss ich mal das Gerät ein bisschen umdrehen. So seht ihr nämlich gar nichts. Also, wenn ich das Mic in die Finger nehme, kein Stecker drin. Die PTT-Taste betätige. Schaltet er um auf Sendebetrieb. Richtig, richtig. Ich lasse jetzt mal mit Absicht den Außenlautsprecher, also die Lautsprecherkontrolle aus. Es funktioniert ja. Also, wenn ich das Mikrofon einstecke, habt ihr gesehen, also das hier, auf die Taste drücke, dann sende ich. Schalte ich von off. Also die Vox-Stellung off auf empfindliches Mikrofon. Ich habe noch ein paar Zahlen zur Auswahl, also ich kann das noch ein bisschen variieren. Wenn ich jetzt spreche, dann, nicht wahr, seht ihr, dass die rote Lampe leuchtet. Wie lange das jetzt ein- und ausgeschaltet ist, das kann ich einstellen. Also steht in der Bedienungsanleitung. Wenn ich aber normal spreche, seht ihr ganz normal, dafür habe ich die Hand davor gehalten, nicht wahr? Weil ist nun doch sehr empfindlich. Dann geht die wieder an. Also, ich brauche keine Hände, brauche keine Taste. Geht alles so, wie ich mir das vorstelle. Mit dem anderen Mikrofon geht es etwas besser, habe ich schon ausprobiert. Also mit dem Standmikrofon, das Ding ist sehr unempfindlich. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Also, Operation geglückt, Patient tot.
Komm, ich kann euch gut leiden. Ich steck mal das andere Mikrofon ein. Also, das Mikro. In dieses Mikro schaltet schon. Schaltet schon. Schaltet. Schaltet. Puh, puh. Ja, also es schaltet, ja. Man muss doch ein bisschen näher rangehen, wie ich dachte. Also so viel Unterschied scheint da jetzt doch nicht. So viel Unterschied scheint da jetzt doch nicht zu sein. Mama, man könnte natürlich auch so machen, nicht wahr? Das sind jetzt Erfahrungswerte, wo ich mich am besten hinstelle und wie laut ich sprechen muss. Also wie gesagt, das stelle ich noch ein. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, es funktioniert. Und von daher sage ich mal an dieser Stelle, winke, winke, habt ihr eine schöne Zeit. Bleibt mal gesund, bis die Tage und tschüss.